Hallo zusammen, ich habe hier diesen neuen Katalog, den verlinke ich euch unten drin. Und hier geht es um Guerillastrom. Bei diesem Elektroschema geht es um Guerillastrom oder Guerilla-Solaranlagen. Und ihr kennt die verschiedenen Solaranlagen. Die einen sind die PV-Anlagen, die irgendwo auf dem Dach sind, wo der Elektroinstallateur das installiert, wo jetzt momentan nichts mehr kaufbar ist. Die Preise gehen natürlich jetzt mit der Krise auch massiv gegen oben. Dann brauche ich einen Gerüstbauer, der mir das Gerüst aufstellt. Die wissen auch, dass es gut Geld gibt. Und dann gibt es die Inselsolaranlagen. Das sind dann so ein Schrebergarten oder ein Wohnmobil oder eine Alphütte, die Solarzelle klein hat, vielleicht eine Kühlbox betreibt und ein paar Lichter und so weiter. Dann gibt es die sogenannten Balkonkraftwerke oder Plug-in-Solaranlagen. Da habt ihr dann auch, wie ich hier, zwei so Solarpanel. Da gibt es verschiedene Größen. Maximum sind da erlaubt 600 Watt. Mehr darf ich nicht einspeisen, beziehungsweise mehr darf ich nicht erzeugen. 600 Watt Peak. Da brauche ich, wenn es nicht vom Heimatschutz oder so optisch ein Problem gibt, keine Baubewilligung, die darf ich so montieren. Also der Nachbar reklamiert, aber dann müsst ihr den Nachbar wechseln oder sonst was. Eine Balkonkraftwerk oder eine Balkonsolaranlage, die liefert ja Strom direkt, wenn die Sonne scheint. Also zwischen 11 Uhr und 4 Uhr plus minus, da kommt die größte Leistung. Und die wird direkt ins Stromnetz eingespiesen. Mit dem Stecker kann man das einstecken. Jetzt bei mir zu Hause, da ist am Mittag niemand. Also ich habe eigentlich keine Stromverbräuche am Mittag, weil ich gehe morgens aus dem Haus, komme abends nach Hause, außer am Wochenende, wenn ich nicht gerade wieder mal auf einer Messe bin oder so oder sonst weg. Das heißt, mittags um die Zeit, da läuft der Kühlschrank, der Tiefkühler, ein bisschen kleine Schwachstromverbraucher. Und wenn ich jetzt eine 600 Watt Solaranlage habe, dann geht der größte Teil zurück ins Netz und die Stromzähler zählen nicht retour. Wenn ich einen habe, so ein altes Teil, ein mechanischer, der retour dreht, die haben so einen Riegel drin, dass sie nicht retour drehen können, also die einen, dann muss ich das melden, dann wird er ausgetauscht. Oder ich kann den anmelden auf meine Kosten. Und dann gibt das einen Retourzähler, aber da müsst ihr kaufmännisch erst mal fragen, was das kostet, weil dann rentiert sich das wahrscheinlich kaum, weil ihr müsst ja dann, ihr kriegt kaum Geld dafür. Informiert euch. Und dann gibt es die Guerilla-Solaranlagen. Das ist eigentlich eine Inselanlage bei euch zu Hause, wo ihr Strom habt. Das heißt, ich produziere selber Strom, speichere den in einer Batterie, habe einen Wechselrichter, das ist das gleiche, Batterie und Wechselrichter, und brauche den separat. Ich mache dann im Wohnzimmer so eine Insel für mich, wo ich sage, ja, lasse ich Fernseher laufen und so weiter. Jetzt muss ich bügeln oder Wäsche zusammenlegen. Dann lasse ich da, wenn ich genügend Strom drin habe, stecke ich das Bügeleisen ein, wenn das ausgeht, stecke ich es halt um in die normale Steckdose. So kann ich dann den Strom brauchen. Und jetzt bei dieser Anlage, da habe ich gerechnet 260 Watt, 2x 130 Watt Panel. Das ist das, wo ich so eine Box innerhalb einem Tag füllen kann. Wir können damit etwa 360 Kilowattstunden im Jahr produzieren. Wichtig ist die Batterie, die ist relativ teuer hier drin, Lithium-Eisen-Phosphat, aber ich brauche das wegen den Zyklen. So habe ich eine Nutzungsdauer zwischen 10, 15, sogar 20 Jahre. Wir haben da die Erfahrung gar nicht. Wenn ich eine Bleibatterie reinsetze, ist die innerhalb von 2 Jahren durchgenuckelt, wenn ich das intensiv brauche.
Wenn ich es nicht brauche, geht einfach die Zeit länger. Es ist eine Investition. Ich gebe jetzt 1700 Franken aus und ziehe dann dafür immer wieder ein bisschen Strom. Aber wir zahlen heute hier und jetzt 15 Cent pro Kilowatt, oder 15 Rappen pro Kilowatt. Nächstes Jahr sind wir die teuerste Gemeinde in der Region mit 34 Rappen, weil sie bei uns den Einkauf verpasst hätten oder sowas. Aber ich weiß ja nicht, ob das das Ende ist mit 34 Rappen pro Kilowatt. Vielleicht geht der Preis noch hoch. In Deutschland, in der deutschen Firma, zahle ich momentan 68 Cent. Ich glaube, das ist die teuerste Region, aber ich habe jetzt auch gehört, es gibt Neuverträge über 80 Cent das Kilowatt. Und bei dieser Anlage, also diese Box mit dem Wechselrichter, mit dem Anschluss, mit dem Solarregler, direkt Plug and Play, ich kann hier einstecken, hier geht es auf die Solarpanel, habe ich, je nachdem wie ich das nütze, weil das Hauptproblem ist die Batterie, nicht die Panel. Aber ich kann hier drin in dieser Batteriebox die Batterie rausnehmen und ersetzen. Und dann habe ich natürlich nicht mehr diese Investitionskosten. Aber wenn ich das einmal nütze und das über 15 Jahre oder 10, 15 Jahre, wie ich das Teil nütze, den Strom zurücknehme, dann habe ich Kosten zwischen 40 bis 55 Rappen pro Kilowatt. Ist dann relativ teurer Strom, aber es ist euer Strom und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und es gibt ja auch die Angst, dass da so ein Blackout kommt. Ich glaube nicht dran. Ich glaube eher, dass wir Stromausfälle haben, dass mal 4 Stunden der Strom abgestellt wird. Und dann hättet ihr auch noch Strom. Für das verlinke ich euch hier ein Video über Notstrom. Es geht noch eine Zeit, bis das kommt, aber da seht ihr ein bisschen, um was es geht bei diesen Anlagen. So eine Guerilla-Stromanlage, es ist Guerilla, es ist eigentlich illegal. Ich habe eine größere Anlage mit 1,2 Kilowatt installiert bei mir. Also mir wurde jetzt schon mitgeteilt, dass das nicht erwünscht ist, dass ich mir eine Guerilla-Anlage mache, weil der Energieversorger oder der Stromversorger, der hat da nichts dran. Er verdient keine müde Mark. Oder wenigstens einen Euro oder einen Franken. Also ich habe das schriftlich bekommen, vielleicht mache ich ein Video drüber, dass das nicht erwünscht ist. Weil ich nehme den Strom bei mir in einer Guerilla-Solaranlage von der Fassade, weil ich will im Winter mehr Strom und fahre momentan direkt mit Gleichstrom in die Heizung, weil das Ziel ist, da noch einen Wärmepumpenboiler zu bauen, mit Gleichstrom betrieben. Je nachdem, wie die Sonne scheint, ist dann die Leistung so, dass direkt der Gleichstrom in den Kompressor gewandelt ist, über die Drehzahl, und somit erziele ich die Leistung auf dem Heißwasser. Die Videos, wie ich vorher gesagt habe, und ich wünsche euch einen schönen Tag.